Hi Leute, ich bin's wieder, Basti, euer Wohnprinz. Nicht wundern, gleiches Hemd. Ich habe heute ein paar Videos noch gedreht für euch. Ich hatte ja gefragt, ob ihr den Yankee Hall sehen wollt und alle so, ja, Yankee. Als erstes möchte ich mich für all die lieben und süßen Kommentare bedanken, die ihr mir geschrieben habt. Ihr glaubt gar nicht, was für ein gutes Gefühl das ist, so viel Zuspruch und Zusammenhalt oder Rückenstärkung zu bekommen. Dankeschön. Wirklich, wirklich danke, danke, danke. Von hier, Alter, aber richtig. Ja, ich hatte ja gesagt, ich hatte noch ein bisschen was bei Yankee bestellt, wegen meiner Reha, was ich so mitnehmen möchte. Hier, Rechnung. Wie immer alles sehr, sehr süß. Mit so Blümchen und so. Das kennt ihr ja schon. Und auch das ist wieder dabei. Ein Keks war auch dabei, aber den habe ich schon aufgegessen. So, dann schauen wir doch mal, was ich Schönes geholt habe. Also hier wieder mein Yankee Package. Ich liebe das ja, Yankee Sachen zu bekommen. Und diesmal Tarts. Nix mit Tarts, hasta la vista Tarts. Ich habe jetzt viele, viele Tarts getestet, um sagen zu können, welche Düfte meine Lieblingsdüfte sind. Lavender Vanilla zum Beispiel, sehr, sehr toll. Und einer meiner Lieblingsdüfte ist Sun and Sand und der ist gerade im Angebot gewesen, also musste ich da auch zuschlagen. Als erstes habe ich sowas hier mal was ganz anderes. Das ist ein Yankee Duftstecker. Ich kann den ja mal eben auspacken für euch. Der kommt in die Steckdose. So, schaut mal, so sieht das Ganze aus. Ups, jetzt machen wir das mal auf, genau. Okay, was haben wir da? Wir haben einmal den Stecker. So sieht das Ganze aus. Genau. Dann kann man einstellen hier oben, wie intensiv das Ganze riechen soll. Und es riecht jetzt schon. Es ist French Vanilla. Das dreht man dann hier oben so auf, dieses kleine Fläschchen, was wir da haben. Oh, oh mein Gott. Es riecht sehr gut. Und das kommt dann wiederum hier nachher rein, wenn man das abgedreht hat. Das hängt dann im Glas drin. Und also das Glas hängt dann da drin und das kommt dann in die Steckdose und dann verströmt das im Raum. Also dann wird der Duft im ganzen Raum verströmt und das ist natürlich für die Reha sehr gut. Das heißt, bei mir riecht es dann richtig schön nach Vanille im Raum. So, also einmal der Yankee Duftstecker, das ist diesmal drin, da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt. Also, das riecht auch schon so gut, herrlich. Oh, hier habe ich eine Katze hinter mir mal wieder. Klar, Karton. Dann für meinen Schrank, weil ich weiß ja nicht, wie das da so riecht, habe ich mir ein Duftkissen Clean Cotton geholt. Das schaut so aus. Die sind auch sehr, sehr cool, also es riecht auch schon mal sehr gut. Clean Cotton, super, super Duft, also Duftkissen für den Kleiderschrank, damit das auch richtig schön angenehm riecht. Dann, wie gesagt, Sun and Sand Produkte sind gerade im Angebot, habe ich ja gesagt. Ein Duftspray für den Raum. Schaut so aus, das ist so ein kleines Fläschchen und hat hier oben so ein Sprühteil. Das haben wir schon mal gesehen. Und es riecht genau wie die Kerzen. Genau gleich. Kein Unterschied vom Duft zu erkennen. Richtig gut. Ich liebe diesen Duft, weil der so frisch, frisch und so... Ja, Knuffi hat gesagt, er riecht nach nackter Mann am Strand. Ich habe jetzt noch nie nackte Männer am Strand gerochen. Aber... Also es riecht wirklich sehr, 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 sehr gut. Dann, und das musste ich mir auch holen, weil ich das mal was anderes finde. Das ist nicht so wie diese anderen Gläser. Also ich habe viele Sun & Sand Produkte diesmal. Also das Duftteil. Und dann hier, schaut mal. Das ist nochmal so ein richtig schönes Glas. Von dem irgendwie so sonderbedruckt ist. Habe ich erst vor kurzem entdeckt. Ist auch gerade im Angebot. Also die Sun & Sand Sachen sind gerade... im Angebot, da lohnt es sich auf alle Fälle zuzuschlagen, Leute. Also greift da wirklich zu. So sieht das Glas aus und das ist sehr, 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 sehr süß. Schaut mal. Schön mit den Muscheln drauf.
Hier oben der Docht. Hat, also ist einmal rundherum. Das ist richtig auf dem Glas drauf. Das ist kein Aufkleber, soweit ich das merken kann. Und das ist Sun and Sand und das riecht einfach super. Freue mich auch drauf, sehr schön. Also einen schönen Schnäpper gemacht. Der Kater ist ja auch am Mitduften. Meine Schwester sitzt da vorne und kriegt sich kaum noch ein, weil der Kater solche Duftbewegungen macht. Also er riecht es auch schon. Er riecht es einfach. So, na Schwester, Herz geht's? So, kannst du ja mal Hallo YouTube sagen? Ach, sag doch mal Hallo. Sag mal Hallo. Sag Hallo. Hallo. Ja, also wie gesagt, Sun and Sand in so einer Sonderedition, gerade im Angebot. Und zu guter Letzt noch so ein, also das ist auch mal wieder alles sehr, sehr gut eingepackt. Also kann man nichts anderes sagen. Ich habe bis jetzt nie was von Yankee bekommen, was beschädigt angekommen ist. Da legen die auch sehr, sehr viel Wert drauf bei yankee-online.de. Ich verlinke euch den Shop nochmal unten in der Infobox, für die, die es noch nicht kennen, aber mittlerweile sollten es, glaube ich, alle kennen. Und dann habe ich mir noch, weil ich merke, wenn ich gestresst bin, wenn ich nach Hause komme und ich bin einfach gestresst und ich merke so, dann mache ich mir sehr, sehr gerne Lavendel-Vanille an. Lavendel-Vanille ist so, ja, Vanille liebe ich sowieso, eine meiner Lieblingsdüfte. Meine Schwester kriegt hier gerade einen Lachanfall, weil der Kater jetzt unter das Sofa gekrabbelt ist. Und Lavendel beruhigt eben extrem. Ja, ich komme gleich. So, habe ich noch so ein kleines Glas geholt. Schaut mal, das gibt's auch in so kleinen Gläsern. Total niedlich. Also ich bin jetzt soweit, ich habe Stufe 1 erreicht, Tarts getestet, meine Lieblingsdüfte gefunden. Und jetzt geht's dann an die anderen Sachen, weil ich jetzt auch einfach denke, wenn man sich so ein bisschen durchgetestet hat, dann kauft man eher mal etwas Größeres, als wenn man dann, so ist es auch beim Parfum, ich hole mir immer erst eine Probe und nehme die mit nach Hause. Wenn ich es nicht mit nach Hause nehmen darf zum Probieren, dann, ich würde auch für eine kleine Probe Geld bezahlen, so ist es nicht. Ich probiere das gerne nochmal aus. Ich muss das einfach ausprobieren und das, es riecht einfach sehr, sehr gut. Also ein sehr beruhigender Duft. Lavendel Vanilla in diesen kleinen Gläschen. So. Das war's soweit auch schon von meinem Haul, mein kleiner Yankee Haul. Also eine kleine Kerze, ein Raumspray, dann habe ich den Duftstecker. So, dann habe ich das Duftkissen von Yankee Candle und jetzt hoffe ich, dass das ist ein Trinkglas. Hier, und die Sonderedition von Sun and Sand, die gerade im Angebot ist. Also Sun and Sand Produkte gerade im Angebot, kann ich empfehlen, weil einer meiner Lieblingsdüfte. So, ich verdufte mich jetzt und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. Wir sehen uns bei meinem nächsten. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Wohnprinz, Duftprinz Bastian.